أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا، إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب، في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء، فليعد للدين مجد وليعد للدين عز. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wie ihr wisst, am Mittwoch behandeln wir die Unterrichtsreihe 200 Fragen zur islamischen Aqida, indem wir Muslime genauestens lernen wollen, was unsere Religion uns sagt, wie wir richtig glauben und was uns auch von anderen unterscheidet. Und derjenige, der sich mit diesem nützlichen Wissen beschäftigt, er wird auch derjenige sein, der befestigt ist bei Allah subhanahu wa ta'ala und der nicht zweifelt an seiner Religion. Wie viele Leute unter den heutigen sogenannten Muslimen, sie möchten gerne das Leben der Kuffar annehmen und versuchen in jeder erdenklichen Weise so zu leben wie sie, aber die Ärmsten wissen nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala bereits bestimmt hat, wer in das Paradies kommt und wer in das Höllenfeuer kommt. Und wenn ich euch alle frage, wer kommt in das Paradies? Es sind einzig und alleine nur die Muslime. Und wer wird in das Höllenfeuer kommen? Es sind einzig und alleine nur die Kuffar. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala das aufgeteilt. Und niemand anderes hat das Recht, so zu urteilen, wie Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine urteilen darf. Er ist der Richter aller Richter, liebe Geschwister. Und Allah azza wa jal hat schon bereits festgelegt, dass ein bestimmter Anteil von Menschen in das Höllenfeuer eingehen wird. Und er subhanahu wa ta'ala hat auch bestimmt, dass ein bestimmter Anteil von Menschen in das Paradies eingehen wird. Was denkt ihr? Kommen mehr Menschen in das Paradies oder mehr Menschen in das Höllenfeuer? Na, wer ist dafür, dass mehr Menschen in das Höllenfeuer kommen? Mashallah, sehr gut. Gibt es einen Beweis oder redet ihr einfach so aus Gelüst? Gibt es einen Beweis oder redet ihr einfach so aus dem Gelüst heraus? Tufan. Wir wissen ja, dass 93 Gruppen zum Beispiel im Höllenfeuer sind, das ist ja ganz klar die Mehrheit. Dass so eine Gruppe auf die richtige Weg ist, das überhaupt nicht sehen. Na, wir haben aber eine genaue Überlieferung, die uns sagt, wie das Verhältnis ist. Von 1000 Leute kommen wie viele in das Höllenfeuer? 999 Menschen kommen von 1000 Menschen in das Höllenfeuer. Bist du der Errettete? Bin ich der Errettete? Allahu alam. Wir wissen das nicht, liebe Geschwister. Sogar Omar ibn al-Khattab, er hat gesagt, dass er befürchtet, dass er nicht diese Person ist, die errettet sein wird. Subhanallah al-Azim. Schaut, wie die Sahaba radiallahu anhum wa ardahum diese Sache ernst genommen haben. Von 1000 Leute werden 999 in das Höllenfeuer kommen. Aber ihr solltet nicht verzweifeln. Denn wir sollten wissen, die meisten Menschen auf der Erde sind Kuffar. Die meisten Menschen auf der Erde sind Kuffar. Wer sagt das? Na? Allah subhanahu wa ta'ala. Klarer Beweis. وَإِن تُطَعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِيَّا تَبِعُونَ إِلَّا الظَّنِّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ. Und wenn du den meisten der Menschen, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und Allah spricht zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn du den meisten der Menschen auf der Erde folgen würdest, sie würden dich zum Weg Allahs bringen oder vom Weg Allahs wegbringen? Vom Weg Allahs wegbringen, vom Weg Allahs wegbringen. Sie folgen nur Vermutungen und Schätzungen. Das heißt, was sie haben, ist das ein Glaube oder ist das kein Glaube? Sie vermuten nur und denken, es kann so und so werden. Vielleicht, wenn ich sterbe, werde ich ein Schmetterling oder ich werde ein Fruchtquark oder ein Fruchtzwerg oder wie das heißt. Das sind alles Vermutungen und Schätzungen, die manche Leute haben. Und wir sagen das, weil man überlegen soll, liebe Geschwister. Warum hat Allah Azza wa Jal diese gigantischen Himmel und Erden erschaffen? Nur aus einem einzigen Grund, weil er uns prüfen möchte, subhanahu wa ta'ala. Und er war so barmherzig, uns im Koran zu sagen, was die Ab- was
Das Ziel von Allah subhanahu wa ta'ala bei der Sache ist, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Derjenige, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er von euch prüfe, damit er euch prüft, wer die besten Taten begeht. Jetzt hast du die Antwort. Allah subhanahu wa ta'ala hat dich nur erschaffen, damit er dich prüft, ob du ihn einzig und alleine anbetest und das Gute in diesem Leben machst und das Schlechte in diesem Leben verlässt, oder ob du zu diesen Kuffar gehörst, den Ungläubigen, die nicht bereit sind, Allah subhanahu wa ta'ala zu gehorchen und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht folgen möchten. Das ist der Unterschied zwischen einem Muslim und einem Kafir. Aber Allah azza wa jal hat jedem die Möglichkeit gegeben, zu entscheiden, welchen Weg er bestreiten möchte. Welchen Beweis haben wir dafür, dass jeder frei entscheiden kann, welchen Weg er in diesem Leben bestreiten möchte? Daud? Richtig. Wer nun glauben möchte, er soll glauben. Und wer ungläubig sein möchte, er soll ungläubig sein. Aber die Konsequenz folgt nach dem Tod. Du hast die Wahl, richtig. Niemand darf dich im Islam zwingen zum Glauben. Habt ihr die Geschichte gehört von dem Inder? Haben sie erzählt, groß in den Nachrichten und Staatsschutz eingeschaltet und so. Gab es einen Inder in Bonn. Und man hat ihn aufgefordert, die Shahada zu sprechen. Natürlich die Leute, die zwei, die ihn aufgefordert haben, waren was? Was denkt ihr? Salafisten. Salafisten. Salafisten haben ihn aufgefordert, die Shahada zu sprechen. Eine Frage. Weiß jeder Muslim, dass man diese Religion freiwillig annehmen muss? Antwort. Wallahi al-Azim, das weiß jeder. Ob du einen Sufi fragst, oder ob du einen Hizbi fragst, oder ob du einen, der rechtgeleitet ist, fragst. Jeder weiß, dass du diese Religion nur mit der freiwilligen Annahme auch wirklich verwirklichen kannst. Aber es hieß, er wurde gezwungen dazu. Und dann hat man sofort den Staatsschutz eingeschaltet, weil es waren ja Salafisten. Salafisten. Auch wenn es morgen donnert und schneit, dann sind es auch wer? Die Salafisten. Ha? Schaut mal, subhanallah al-Azim, wisst ihr, was rauskam bei dieser Person? Der hat sich selbst die Zunge geschnitten. Der hat sich selbst in die Zunge geschnitten. Und das ist der beste Beweis, dass diese Leute, wallahi al-Azim, nur einen Weg suchen, um die praktizierenden Muslime, einzuschränken, so, dass keiner mehr hört, was sie sagen. Aber alhamdulillah, wenn Allah möchte, dann wird die gesamte Welt unsere Wörter hören. Ey wallah. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala möchte und das so bestimmt, wird die gesamte Welt unsere Wörter hören. Und das ist nur in der Hand Allah subhanahu wa ta'ala. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Sie wollen Allahs Licht mit ihren Mündern auslöschen. Aber Allah wird sein Licht vollenden, auch wenn es wenig schmeckt, den Kuffar. Das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt. Ibn Kathir, rahimullah ta'ala, sagt, wenn die Menschen und Dschinn sich zusammentun, um das Sonnenlicht auszupusten, werden sie es können? Antwort, wie ist das dann mit dem Licht Allahs? Allahu Akbar. Das eine ist ein Geschöpf und das andere ist Allah subhanahu wa ta'ala, der Schöpfer. Deswegen macht euch keine Sorgen. Es war immer so, liebe Geschwister, dass der Islam angegriffen wird, aber zum Schluss hat der Islam immer gesiegt. Und es sind nicht die neuesten Feinde in dieser Zeit. Wir haben schon immer Feinde gehabt. Aber alhamdulillah, möge Allah azza wa jal uns zu denjenigen zählen, die befestigt sind in ihrer Religion. Deswegen lernen wir unsere Religion, damit wir erstmal wissen, was muss man tun, um in das Paradies hereinzukommen. Weil wir haben das schon oft genug angesprochen, es werden 73 Gruppen in der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein und 72 gehen in das Höllenfeuer. Das bedeutet, die Mehrheit oder die Minderheit? Die Minderheit. Oder? Die Mehrheit. Die Mehrheit. Ich will nur sehen, ob ihr auch dabei seid. Manche sind schon so zurückgelehnt, dass sie nur noch die Popcorn-Tote rausholen müssen. Wir sitzen aber heute im Dars, liebe Geschwister, deswegen, inshallah ta'ala, werden wir uns etwas konzentrieren. Aber ich verspreche euch eine Sache, wallahi al-azim, dieser Tag, an dem ihr heute hierher gekommen seid und entschlossen habt, dass ihr eure Religion besser lernen wollt,
Jeder, der heute hier rausgeht, wird mit mehr Iman, mit einem stärkeren Glauben herausgehen. Und vielleicht ist das der Anlass, dass er sich ab heute ändert. Möge Allah Azza wa Jal uns immer zum Guten leiten. Heute, inshallah ta'ala, sprechen wir über den Ihsan, liebe Geschwister. Und das ist jetzt in diesem Buch die Frage 159. Wir sind jetzt schon bei der 159. Frage. Und wenn alles, inshallah ta'ala, nach Plan läuft, sind wir im Sommer durch mit diesem wundervollen Büchlein. Und jeder hat dann eine Grundlage, wie er seine Religion richtig versteht. Und er lässt sich nicht mehr von Blendern, sozusagen von dem Weg abirren lassen, liebe Geschwister, weil er gelernt hat, wie unsere Religion auch uns zu diesem oder jenem Thema etwas sagt. Al-Ihsan ist jetzt die höchste Glaubensstufe, über die wir sprechen. Seid ihr bereit, über die höchste und beste Glaubensstufe zu sprechen? Inshallah ta'ala. Wir haben erstmal gesprochen über den Islam, danach über den Iman. Und jetzt sprechen wir über den Ihsan. Muslime sind wir alle, Alhamdulillah. Es sei denn, einer sagt, ich bin kein Muslim, dann ist er kein Muslim. Aber derjenige, der sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, er erfüllt die fünf Säulen des Islam. Die sind was? Einmal das, das Glaubensbekenntnis, dass er den Islam annimmt. Jetzt ist er Muslim, danach, was macht er? As-Salah, er betet und? Er fastet. Das hat er gerade gesagt, er fastet. Er zahlt die Zakat, wenn Allah ihm Vermögen gegeben hat. Und er vollzieht die Hajj. Das sind die fünf Grundlagen. Heutzutage musst du den Leuten erklären, dass das zum Islam gehört. Ist es nicht so? Ist das eigentlich selbstverständlich, dass ein Muslim diese Dinge machen muss? Ja, aber wenn er diese Dinge macht, dann ist er was? Salafist. Er betet. Er hat sich gerade gewaschen. Nicht, dass gleich die Bombe hochgeht. Ja, das ist das, was wir heute erleben, liebe Geschwister. Man will das Bild des guten Menschen verdrehen und man möchte lieber diejenigen von Muslimen sehen, die einen Dönerladen haben oder einen Shawarma-Laden haben und von morgens bis abends arbeiten, am Wochenende in die Disco gehen und nichts vom Islam praktizieren. Das sind für sie die besten Muslime. Aber jeder kann entscheiden, welchen Weg er in diesem Leben bestreiten möchte. Al-Ihsan, liebe Geschwister, und der Autor fragt hier, was ist der Beweis für den Ihsan aus dem Buch von Koran und Sunna? Und wenn ihr euch die Fragen von diesem Autor genauestens anguckt, dann fragt der Autor immer nur nach zwei Quellen. Von was? Von Koran und Sunna. Wir haben keine anderen Quellen. Das sollte erstmal jeder Muslim wissen. Der Muslim entnimmt seine Religion aus Koran und Sunna. Weil ihr seht das heutzutage, es gibt Leute, der tritt in einer Talkshow auf und sagt, ja, bei euch gibt es Ehrenmord. Ja, wo hast du das gelesen, Herr Dr. Professor Sheikh Abu Sheikh? Wo hast du das gelesen, dass es Ehrenmord gibt? Im Koran? Er sagt, ich kenne den Koran nicht. Ja, wo hast du es gelesen? In der Sunna? Hast du das in den prophetischen Überlieferungen gelesen? Weiß er auch nicht. Aber er hat einfach mal eine Behauptung aufgestellt. Aber wir sagen zu jedem, der eine Behauptung über unsere Religion aufstellt, er soll uns was geben? Den Beweis aus Koran und Sunna. Halas. Dann hat sich die Sache erledigt. Sag zu einer Person, der etwas über den Islam behauptet, sag ihm, ich bin der Erste, der das unterschreibt, was du sagst. Aber gib mir nur den Beweis. Gib mir den Beweis, dass es Ehrenmord gibt im Islam. Haben wir einen Beweis, dass es Ehrenmord gibt? Gibt es nicht. Okay. Haben wir einen Beweis, dass die Frau sich bedecken muss? Antwort? Ja, aber schaut mal, subhanallah, dann kommt einer und sagt dir, nee, das war früher, da wo die Sonne war, in der Wüste. Ja, subhanallah, gibt es keine Wüste mehr heute. Was hat Wüste mit Hijab zu tun? Aber man will einfach das Bild der Gesetze ändern, liebe Geschwister. Man will die Leute verunsichern, indem man einfach hinterher schießt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? So, dass du gar nicht mal die Zeit hast, ihnen zu antworten. Aber Alhamdulillah, ich sage euch eine wunderschöne Sache. Wallahi al-Azim, derjenige, der an Allah glaubt, Allah wird sein Herz recht leiten. Und er wird sich gar nicht darum kümmern, was diese Irregehenden alles erzählen. Deswegen, wir haben nur eine einzige Aufgabe zu tun, dass wir an Allah subhanahu wa ta'ala richtig und fest glauben. Und ihr werdet sehen, was die Früchte davon sind. Allah wird dich immer befestigt lassen. Solange du aufrichtig bist, wird Allah azza wa jal dich niemals vom geraden Weg abirren lassen. Aber Allah wird sehr wohl dich vom Weg abirren lassen, wenn du anfängst, was?
Wenn du anfängst, sowieso der zweifelt, der ist kein Muslim. Na. Wenn du anfängst, den Weg krumm zu machen. Und wir haben das gehabt, es gab Leute, die haben gebetet, gefastet, alles drum und dran. Auf einmal wurde es ihnen zu schwer. Obwohl derjenige, der aufrichtig ist, macht Allah ihnen den Weg leicht oder schwer. Beweis. Beweis. Ich gebe euch einen Anlass, ich gebe euch einen Tipp. Surah Al-Layl. Wal-Layli idha yagsha, wal-Nahari idha, wa ma khalaqa dhakara wal. Inna sa'yakum la. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Derjenige, der aber was macht? Gibt und wahrhaftig ist, was wird Allah mit seinem Weg machen? Er wird ihn den Weg zum Guten erleichtern. Er wird ihn den Weg zum Guten erleichtern. Das ist eine wunderschöne Nachricht für dich. Wenn du viele gute Taten machst, Allah erleichtert dir diese Taten und deswegen kannst du diese Taten machen. Kann jeder diese Taten machen? Antwort: Du hast eine Person, du sagst ihm, komm Achi, wir gehen jetzt einmal in die Moschee beten. Der sagt dir, was? Ein ganzes Gebet? Stehst du wirklich 5 Minuten hinter dem Imam? Der kann das nicht begreifen, liebe Geschwister. Es ist für ihn unvorstellbar, dass du diesen Weg erstmal zur Moschee bestreitest und dann noch mit der Gemeinschaft betest und dann wieder nach Hause gehst. Das ist für ihn unbegreiflich. Warum? Weil Allah ihn den Weg zum Guten leicht oder schwer gemacht hat. Schwer gemacht hat. Möge Allah Azza wa Jal uns immer den Weg zum Guten leicht machen. Erstmal das Wort Al-Ihsan ist das Gegenteil zu dem Wort Al-Isa'a. Das bedeutet das Böse. Und Al-Ihsan ist das Gegenteil. Gegenteil vom Böse ist das Gute. Das ist Al-Ihsan erstmal sprachlich, liebe Geschwister. Und die religiöse Bedeutung und die beste Definition gibt uns wer? Hä? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er wurde gefragt, mal Ihsan, von wem? Von? Wer hat ihn gefragt? Naam? Jibril alaihi salam. Das beste Geschöpf im Himmel fragt das beste Geschöpf auf der Erde. Was bedeutet Al-Ihsan? Da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer kennt diese bekannte Aussage? Und das kennen nur Leute, die auch wirklich sich um den Ihsan kümmern. Shadi? Sehr gut. An ta'bud Allah. Dass du Allah? Hä? Nein. An ta'bud Allah ka'annaka tara. Dass du Allah so anbetest, als ob du ihn sehen könntest. Jetzt wird einer sofort sagen, ich kann doch Allah nicht sehen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war wissender als du, deswegen hat er weitergemacht. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Wenn du ihn auch nicht sehen kannst, so sollst du wissen, Allah sieht dich. Allah subhanahu wa ta'ala, er sieht uns. Und er sieht all unsere Taten, die wir machen. Und derjenige, der uns sieht, ist auch derjenige, der uns abrechnet. Willst du Yawm al-Qiyamah sagen, ja Allah, ich habe diese Sünde nicht gemacht. Wer hat dich bei dieser Sünde gesehen? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Engel haben alles mitgeschrieben. Aber die Engel, Allah braucht sie nicht. Aber Allah hat sie eingesetzt. Subhanahu wa ta'ala. Aber Allah azza wa jal ist Zeuge über alle Taten, die in seinem gesamten Universum passieren, liebe Geschwister. Sogar sagen die Gelehrten, Allah Azza wa Jal, wo ist Allah? Über dem Thron, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal, der über dem Thron ist. Und das ist eine unglaubliche Entfernung von der Erde bis über dem Thron. Allah sieht eine schwarze Ameise in einer dunklen Nacht unter einem schwarzen Stein. Allahu Akbar. Wallahi, wenn sie vor deinen eigenen Füßen ist, du zertrampelst sie, weil du sie nicht siehst. Aber Allah Azza wa Jal, er sieht eine schwarze Ameise in einer dunklen, tiefen Nacht unter einem schwarzen Stein. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, und Allah Azza wa Jal, er sieht alle seine Geschöpfe. Und Allah bestätigt uns, dass er sehen kann, subhanahu wa ta'ala, weil wir irregehende Menschen haben, die behaupten, dass Allah nicht sehen kann. Es gibt Leute, die sagen, die Allah kann nicht sehen
und Allah kann nicht hören und Allah kann nicht reden. Das bedeutet, für sie ist Allah was? Eine Götze. A'udhu billah. Was ist dann der Unterschied? Wenn sie das behaupten, dass Allah weder reden, noch hören, noch sehen kann, im Vergleich zu einer Götze, dann gäbe es keinen Vergleich. Aber Alhamdulillah, unser Herr Allah subhanahu wa ta'ala, er kann reden, subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum. Wie oft lesen wir diese Ayah im Koran, liebe Geschwister? Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Allah sprach mit dem Propheten, Allah sprach mit dem Propheten. Das ist alles bestätigt, Alhamdulillah, aus Koran und Sunna, liebe Geschwister. Und das deswegen, weil wir an unsere Religion glauben und wir nehmen unsere Religion mit dem Beweis und nicht mit den irreführenden Aussagen von einigen irregegangenen Menschen. Allah, er sieht. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht auch, liebe Geschwister. Und Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt selber im Koran, dass er sehen kann. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Und Allah, er ist sehr wohl allhörend und allsehend. Allah ist sehr wohl allhörend und allsehend. Das bedeutet, liebe Geschwister, Allah azza wa jal, er hat für sich diesen Namen bestätigt. Und wehe dir, o Muslim, dass du das Gegenteil von dem sagst, was Allah azza wa jal für sich selber bestätigt hat. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Ayah gelesen hat, Sami'an Basira, dann sagte Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda, Ra'aytu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam yada' ibhamah ala udhunih. Abu Huraira radiyallahu anhu, er sagte, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Ayah gelesen hat, dass Allah allhörend und allsehend ist, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er gerade den Muslimen jetzt was erklärt, er hat seinen Daumen auf sein Ohr getan und der Finger, der ihm dabei folgt, auf sein ala aini, auf sein Auge getan, um den Muslimen zu demonstrieren, dass Allah sehr wohl hören und sehen kann. Subhanallah. Aber manche Leute haben mehr Wissen als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat, bedeutet nicht, dass das Hören von Allah so wie unser Hören ist oder das Sehen von Allah wie unser Sehen ist. Natürlich nicht. Wie kann man einen Schöpfer mit einem Geschöpf vergleichen? Aber die Bedeutung sind unterschiedlich, aber die Wörter sind gleich. Allah sieht und Allah hört, nicht wie dein Sehen und nicht wie dein Hören, aber besser oder schlechter? Besser, liebe Geschwister. Und subhanallah al-azim, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Daumen auf sein Ohr gezeigt hat und mit dem Folgefinger auf das Auge, dann wollte er den Muslimen verständlich machen, dass Allah azza wa jal diese Fähigkeiten besitzt. Dass er hören und dass er sehen kann, liebe Geschwister. Lasst uns nach dem Beweis erstmal gucken, wo bewiesen ist, dass der Ihsan zu der Religion gehört. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt in Surah Ar-Rahman, هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Ist der Lohn von einem Gutes Tunden nicht nur das Paradies? Das Gute heißt hier das Paradies. Ist der Lohn von demjenigen, der Gutes macht, nicht nur das Paradies, liebe Geschwister? Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagt, هَلْ جَزَاءُ مَنْ أَحْسَنَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ. Ist es nicht so, dass derjenige, der Gutes in der Dunya macht, auch das Gute wo bekommt? In der Akhira. Ich meine, leuchtet das jeden ein? Einer macht Gutes in der Dunya, also kriegt er Gutes in der Akhira. Einer macht Schlechtes in der Dunya, dann kriegt er natürlich nicht das Gute in der Akhira. Liebe Geschwister, lasst uns darüber reden, dass der Muslim versuchen muss, den Ihsan auf bestimmte Art und Weise zu praktizieren. Wir haben gesagt, natürlich, der Ihsan ist was? Wer sagt mir die Definition nochmal? Na? Dienst Allah, als ob du ihn siehst, und wenn du ihn nicht siehst, er sieht er dich. Dass du Allah so dienst, als ob du ihn siehst. Und in einer anderen Überlieferung, bei Imam Muslim, an takhsha Allah ka'annaka tara. Dass du Allah so fürchtest, als ob du ihn siehst. Ha? Diese beiden Überlieferungen sind beide authentisch, liebe Geschwister. Bedeutet, dass du erstmal ein bestimmtes Verhalten gegenüber Allah haben musst.
dass du immer wissen musst als Muslim, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich beobachtet. Denn wenn du dieses in deinem Leben umsetzt, dass Allah azza wa jal dich beobachtet, wirst du dann sündigen? Antwort: Ja oder nein? Nein. Stellt euch nur vor, liebe Geschwister, und das ist wirklich ein wunderschönes Beispiel, damit unsere Herzen auch sozusagen weich werden. Ein Junge lernt ein Mädchen kennen und er hat die Möglichkeit, mit ihr Zina zu machen. Ein Junge lernt ein Mädchen kennen und er hat die Möglichkeit, mit ihr Zina zu machen. Frage, und ihr sollt antworten: Würde der Junge mit ihr Zina machen, wenn eine Videokamera befestigt ist und sie filmt und jeder sieht das? Antwort: Nein. Ja oder nein? Nein. Nein. Warum nicht? Weil er sich schämt. Type Frage: Wer sieht ihn, wenn er diese gewaltige Sünde macht? Allah. Subhanallah, er würde diese Sünde nicht machen, wenn die Videokamera da wäre. Aber er macht die Sünde, obwohl wer ihn sieht? Allah subhanahu wa ta'ala. Wen sollen wir mehr fürchten? Allah oder die Menschen? Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist das Entscheidende, liebe Geschwister, dass wir wissen, wie unser Verhalten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ist. Dass wir uns immer vergegenwärtigen, Allah subhanahu wa ta'ala sieht uns. Wallahi, dein Leben wird sich komplett ändern, wenn du weißt, dass Allah azza wa jal dich sieht. Warum? Weil du ganz genau weißt, derjenige, der mich jetzt gesehen hat bei dieser Sünde, er weiß ganz genau, dass ich diese Sünde auch gemacht habe. Stellt euch vor, wir hätten einen Herrn, Allah subhanahu wa ta'ala, der uns manchmal sieht und manchmal nicht. Würden wir ihn fürchten in der Art und Weise? Antwort: Nein. Aber wir wissen, Allah sieht uns zu jeder Zeit. Allah hat keine Sprechzeiten. Allah subhanahu wa ta'ala, er sieht uns unentwegt, 24 Stunden lang. Und nicht nur uns, alle seine Geschöpfe auf der gesamten Welt, liebe Geschwister. Und daher sollten wir erstmal den Ihsan gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala verwirklichen, indem wir uns immer vergegenwärtigen, dass wir nur das tun, was Allah subhanahu wa ta'ala gefällt, zufrieden macht. Denn dann werden wir ein anderes Benehmen gegenüber Allah haben. Weil derjenige, der sich von Allah nicht beobachtet fühlt, wie sind seine Taten? Er macht, was er will. Und sehen wir nicht die Taten der Menschen? Die tun, was sie wollen, weil sie denken, dass sie alleine sind, liebe Geschwister. Ihr seht das manchmal, eine Person, der geht in sein Zimmer herein, seine Eltern sitzen im Wohnzimmer. Dann geht er in das Zimmer herein, und dann schaltet er diese versauten Bilder ein im Internet oder im Handy oder sonstiges. Und er denkt, weil er die Tür abgeschlossen hat, ist er sicher vor der Strafe. Aber ist er sicher vor der Strafe? Antwort: Nein. Wer sieht ihn dabei? Allah subhanahu wa ta'ala. Und zusätzlich, die Engel schreiben alles auf, was er tut. Aber der Ärmste, er dachte, weil er alleine ist, so kann er tun, was er will. Hauptsächlich, er hat darauf geachtet, dass das Zimmer verschlossen ist. Aber wallahi, das Zimmer ist verschlossen, aber Allah entgeht nichts. Auch wenn dein Zimmer 10 oder 100 Mal verschlossen ist, Allah azza wa jal, er hat genau gesehen, was du getan hast in diesem Moment. Und das sollte uns eigentlich dazu bringen, dass wir uns schämen vor Allah einzig und alleine. Aber leider, und das ist bei uns allen vorhanden, wir fürchten wen mehr als Allah? Die Menschen. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns recht leiten. Schaut mal, liebe Geschwister, wie oft das so war, dass wenn wir alleine sind, dann haben wir das Schändliche gemacht. Aber als wir mit Brüdern zusammen waren, dann haben wir das Schändliche nicht gemacht. Warum? Weil wir das Schändliche nicht machen wollten. Doch, wir wollten es machen, aber wir haben uns geschämt vor den Brüdern. Deswegen, derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, während er alleine ist, wird er Allah auch in einer Gruppe fürchten? Antwort: Ja. Aber derjenige, der Allah nur in der Gruppe fürchtet, wird er Allah fürchten, wenn er alleine ist? Antwort: Nein. Fürchte immer Allah, auch wenn du alleine bist, und du wirst sehen, dass sich das auf all deine Taten widerspiegelt, liebe Geschwister. Erstmal den Ihsan praktizieren gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Zweitens, gegenüber deiner eigenen Seele. Dass du deine Seele von der Sünde abhältst, liebe Geschwister. Und dass du deine Seele zur Taqwa, zur Gottesfurcht
erziehst und die Seele so trainierst, dass sie immer weiß, dass Allah Azza wa Jal uns bei allem sieht. Allah Subhanahu wa Ta'ala, er hat uns ein paar Worte gegeben über die Seele. Und im Übrigen, was sagt Allah Azza wa Jal uns über die Seele? Yas'alunaka an ruh. Sie fragen dich nach der Seele. Ist das Wissen darüber viel oder wenig? Frage jetzt an euch, die ihr an dem Koran glaubt. Wird das Wissen irgendwann mal viel werden über die Seele? Antwort? Na? Nein, niemals. Und ihr werdet das sehen. Und inshallah, wenn der eine von euch länger als 20, 30, 40 Jahre, wenn ihr auch schaut, wie die Wissenschaft sich diesbezüglich erweitert hat, um das Wissen der Seele, ihr werdet sehen, sie haben kaum Wissen darüber. Warum? Weil Allah das schon bereits gesagt hat. Und bis heute, wallahi al-azim, ist die Technik nicht fortgeschritten. Die waren schon auf dem Mond. War kein richtiger Mond, aber immerhin eine Flagge war da. Auch wenn sie geweht hat, obwohl es auf dem Mond keine Atmosphäre gibt. Auf jeden Fall. Ist ja egal, liebe Geschwister, das Bild war da. Die Frage ist nur, subhanallah al-azim, wenn man so technisch fortgeschritten ist, dann sagt uns doch was über die Seele. Die Wissenschaft weiß nichts über die Seele. Die haben eine Person, der kurz vorm Sterben war, genommen, dann haben sie ihn gewogen. Weil sie wissen wollten, wenn er stirbt, ob er dadurch leichter geworden ist. Was ist die Seele? Wo ist die Seele? Welche Farbe hat die Seele? Wie sieht die Seele aus? Fragen über Fragen, aber niemand kann sie beantworten, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, liebe Geschwister, man soll nicht eingebildet werden, ja? Weil es gibt Wissenschaftler, der denkt, der hat hier höchsten Status, E gleich MC, BB, lecker. Ja, Jahil. Allah ist ein Jahil. Er denkt, er hat so viel Wissen, dass er letztens kam, Professor erzählt ja auch immer so, ihr wisst diese Wörter, und die kosmophobische Bababa erzählt. Und er glaubt nicht mal an Allah. Was ist das für ein Wissen? Die Intelligenz ist erstmal, dass du verstehst, wer dich erschaffen hat. Guck mal, ich erkläre euch nur einen Satz. Ihr werdet die gesamten Theorien streichen, über die große Wissenschaftler reden. Urknalltheorie. Affenbefolgung. Darwinismus nennt man das. Das heißt, der Affe war vorher da und dann hat sich ein Mensch daraus entwickelt. Wallahi, wenn man manche Menschen sieht, wie sie tanzen, Rapper, Rapper, dann sagst du, vielleicht könnte an der Theorie was dran sein, aber du weißt ja, du glaubst an Allah subhanahu wa ta'ala. Urknalltheorie, Affentheorie, was kennt ihr noch? Hä? Dinosaurier. Dinosaurier? Allah Allah Bobsieger. Bakterien. Nein? Bakterien. Nicht Bakterien, nein. Was gibt es noch für Theorie? Ihr lernt sie doch in der Schule, kommt, sagt mal ehrlich. Ne? Ich komme von den Alien aus, Aliens, Akte X, gibt's das noch? Die haben selber gemerkt, dass das nichts mehr bringt. Egal, was sie dir für eine Theorie bringen, letztendlich, damit etwas aus Materie entsteht, muss was da gewesen sein? Materie. Egal was. Die sagen Urknalltheorie, okay, irgendwas ist zusammengeknallt. Eine Frage, das, was zusammengeknallt ist, woher kam das? Woher kam das? Zufall. Beste Antwort für Sie. Zufall? Gibt es bei uns Zufälle? Antwort? Alles ist bestimmt. Wenn es eine Sache gibt, dann nur deswegen, weil sie ins Leben gerufen wurde. Und wenn eine Sache in das Leben gerufen wurde, dann können wir bestätigen, diese Sache wurde erschaffen. Aber eine Sache, die sich von alleine erschaffen hat, glaubt ein vernünftiger Mensch daran Antwort? Wallahi nein. Ich meine, wenn du ihn siehst, auch so heimlich, der sagt, bin ich blöd, aber er macht weiter. Er macht weiter, er diskutiert mit dir so, aber eigentlich weiß er, aus Zufall kann diese Sache nicht entstanden sein. Einfach da, da, da und dann hat sich das zusammengelegt. Aber er weiß auch, diese Sache kann sich nicht selber aus dem Nichts erschaffen haben. Aber trotzdem diskutiert er weiter mit dir. Wir sagen, ob es dir gefällt oder nicht. Allahu khaliku kulli shay. Allah ist der Erschaffer von allem. Und komischerweise glauben sie doch selber an dem Beispiel aus nichts oder von nichts. Kommt nichts. Ist die Theorie zu Ende? Von nichts kommt nichts. Und wir bestätigen in der Tat, von nichts kommt nichts. Liebe Geschwister, passt auf. Und das ist sehr, sehr wichtig, wie wir mit unserer Seele umgehen. Das ist eigentlich
ein Thema, mit dem wir uns sehr, sehr häufig beschäftigen sollten. Denn jeder muss wissen, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm eine Seele gegeben hat, die das Gute und das Schlechte in sich trägt. Ja, diese Seele, sie trägt Frevel in sich und sie trägt auch Gottesfurcht in sich. Und du musst als Besitzer dieser Seele, du musst darauf achten, dass du deine Seele zügelst. Hä? Und dafür bekommst du von Allah das Paradies. Du bekommst von Allah subhanahu wa ta'ala das Paradies, wenn du deine Seele zügelst. Das bedeutet, dass du deine Seele alles machen lässt oder dass du sie nur das machen lässt, was Allah subhanahu wa ta'ala wohlgefällig ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah subhanahu wa ta'ala, der ihr, dieser Seele, die Kenntnis über was gegeben hat? Über Frevel, über das Schlechte und Frömmigkeit. Allah hat dieser Seele beides verständlich gemacht. Die Gelehrten sagen, عَرَّفَهَا تَرِيقَ الْخَيْرِ وَتَرِيقَ الشَّرِ. Allah hat dieser Seele klar gemacht, was der Weg zum Guten ist und der Weg zum Schlechten. Weil Allah sagt uns auch im Koran, فَأَيْنَا تَذْهَبُونَ. Welchen Weg wollt ihr nun gehen? Weil du selber den freien Willen von Allah Azza wa Jal bekommen hast, dass du entscheidest, welchen Weg du bestreiten möchtest. Allah hat dir bereits gesagt, was der gute und was der schlechte Weg ist, denn schließlich sandte Allah subhanahu wa ta'ala zu uns. Was hat er zu uns gesandt? Propheten, und er ließ uns auch Bücher subhanahu wa ta'ala, nur damit wir den richtigen Weg erkennen. Was war sonst die Aufgabe der Propheten? Sie sollten die Menschen aufklären, was Allah liebt und was Allah Azza wa Jal nicht liebt, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala, der Seele die Kenntnis über die Sittenlosigkeit, über das Schlechte und auch über die Gottesfurcht gegeben hat. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Erfolgreich ist derjenige, jetzt nachdem Allah uns gesehen hat, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala uns gesagt hat, was diese Seele beinhaltet, Schlechtes und Gutes. Erfolgreich ist derjenige, der sie reinhält. Erfolgreich ist derjenige, der diese Seele reinhält. Was bedeutet reinhält? Die Gelehrten sagen, liebe Geschwister, dass er diese Seele reinigt vor Sünden, dass er diese Seele nicht sündigen lässt. Die ist nach einer Zigarette, du darfst nicht. Die ist danach, ein Mädchen kennenzulernen, was verboten ist für dich, du darfst das nicht. Die ist danach, dass du Alkohol trinken möchtest, du darfst das nicht. Du hältst somit deine Seele rein vor dem Übel, was sie befallen kann. Und wallahi l'azim, liebe Geschwister, Allah hat uns nur Dinge verboten, weil das gut oder schlecht für uns ist. Antwort. Stell dir vor, du fängst an, Alkohol zu trinken. Was ist der nächste Schritt, nachdem du den Alkohol getrunken hast? Sinne. Ja, das sowieso auch. Aber was passiert mit einem Menschen, wenn er oft Alkohol trinkt danach? Er wird abhängig, süchtig. Frage, wenn er süchtig geworden ist, hat er ein leichteres oder ein schwereres Leben? Schwereres Leben. Es gibt Leute, die denken, sie können ihre Probleme lösen mit Drogen. Und die Ärmsten, wenn sie anfangen mit diesen Drogen, dann haben sie ein Problem, was viel größer ist als all Probleme, die sie vorher hatte. Das ist die Sucht. Weil jetzt hat er nicht nur die Probleme, die er vorher gehabt hat. Jetzt zusätzlich ist er süchtig und er muss jeden Tag zusehen, dass er seine Sucht befriedigt. Und auf welche Art und Weise macht man das? Wallahi, ihr seht, wie Leute sich erniedrigen draußen, damit sie etwas bekommen, um ihre Sucht zu befriedigen. Seht ihr nicht die Menschen da draußen? Seht ihr nicht, wie sie kommen und dich anbetteln für 20, er sagt dir 20 Cent, okay, 10 Cent. Der fängt an, mit dir zu handeln, als ob das sein Geld ist. Okay, gibst du mir 10 Cent? 10, bitte 10 Cent, sonst sterbe ich. Schaut mal, wie man sich erniedrigt, wal'iyadu billah, nur um etwas zu tun, was dir schadet oder was dir nützt. Du kannst verstehen, dass ein Bettler, er bettelt, weil er essen möchte. Der hat einen Nutzen vom Essen. Aber der andere, er bettelt und erniedrigt sich, wal'iyadu billah, nur um seine Sucht zu befriedigen. Und zum Schluss siehst du, dass dieser Mann, wallahi, ein erniedrigter Mann ist.
Allah hat uns diese Dinge nur verboten, weil sie schlecht sind für uns, liebe Geschwister. Nicht, weil Allah Azza wa Jal uns ärgern möchte. Nein, Allah, er hat uns erschaffen und er weiß am besten, was er erschaffen hat. Ala ya'lamu man khalaq. Weiß er denn nicht, Allah subhanahu wa ta'ala, was er erschaffen hat? Allah weiß sehr wohl, was er erschaffen hat. Und genau deswegen, weil er weiß, was er erschaffen hat, hat er uns gesagt, was für uns erlaubt ist und was für uns verboten ist. Und derjenige, der sich an diese Verbote hält und an die Gebote hält, er wird seine Seele reinigen, liebe Geschwister, indem du die Fehler, die du hast, diese Fehler musst du versuchen zu beseitigen. Als ein Muslim, der sich wirklich darum bemüht, eine reine Seele zu haben, dass du deine Seele dazu erziehst, dass sie gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala gehorsam ist. Und natürlich, das ist nicht leicht, liebe Geschwister. Ein Muslim muss 5-mal am Tag beten und manchmal fällt das einem schwer. Aber wir sagen, derjenige, der sich darum bemüht, diese 5 Gebete am Tag zu beten, wallahi al-azim, mit der Zeit ist das für dich was? Ganz normal und du schaffst das. Wenn du mit einem Nicht-Muslim redest und du erklärst ihm, dass du 5-mal am Tag betest, wie guckt er dich an? Erstaunt oder nicht erstaunt? Weil er denkt, das geht eigentlich, das geht nicht. Aber setzt du das um? Antwort: Schaut mal, subhanallah, warum denkt er, es geht nicht? Weil er sich das niemals vorstellen kann. Aber du, derjenige, der sich bemüht hat, das zu schaffen und Allah ihm die Gnade gegeben hat, das zu schaffen, dann hast du auch diese Gnade von Allah bekommen, dass du es auch geschafft hast. Und zusätzlich, viele Muslime stehen noch in der Nacht auf. Allahu Akbar. Und beten ihr Gebet. Der sagt, was? Neben den 5 Gebeten steht er noch in der Nacht auf? Der ist ja wahnsinnig, sagt er. Ja, wahnsinnig nach dem Paradies. Möge Allah uns wahnsinnig nach dem Paradies machen. Liebe Geschwister, dass du deine Seele reinigst und deine Seele dazu bringst, Allah zu gehorchen in jeder Weise und dir nützliches Wissen aneignest, das ist der Grund, das ist die Sache, wie du deine Seele reinigst. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا. Und enttäuscht sein, verlieren wird derjenige, der die Seele seinem Gelüst überlässt. Denn wenn er dieses tut, wenn er die Seele verkümmern lässt, was wird die Seele machen? Hä? Gutes oder Schlechtes? Schlechtes, weil wenn du deine Seele nicht zügelst, dann wird sie das machen wollen, was sie will. Stell dir vor, du sitzt auf einem Pferd. Und das Beispiel ist wunderschön, liebe Geschwister. Und du lässt das Pferd einfach so reiten. Wirst du an dein Ziel ankommen, wenn du ihn nicht zügelst? Wirst du an dein Ziel ankommen? Antwort: Nein. Und so ist das mit der Seele. Wenn du sie nicht dauernd zügelst und ihr zeigst, welche Richtung sie gehen muss, dann wird sie verkümmern. Und das Schlimme ist dann, dass du diese Seele in die Irre geführt hast und die Seele selber ist danach in die Irre gegangen. Allahu Akbar. Deswegen sagen wir, du brauchst erstmal den Ihsan gegenüber Allah, dann gegenüber deiner eigenen Seele. Und wir haben das gerade erklärt. Und dann kommt der Ihsan gegenüber allen Geschöpfen. Allahu Akbar. Der Muslim ist gut und gütig zu allen Geschöpfen. Hört, wie unsere Religion ist, liebe Geschwister. Erstmal gegenüber deinen Eltern. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und dein Herr hat bestimmt beschlossen, dass ihr niemand anderen anbeten dürft, außer Allah. Und zu euren Eltern sollt ihr gütig sein. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Was bedeutet إِحْسَان? Du sollst zu ihnen gut sein. Frage: Hat Allah subhanahu wa ta'ala die Eltern hier allgemein bezeichnet oder hat er nur die Eltern der Muslime bezeichnet? Antwort: Allgemein. Allah spricht hier alle Eltern an. Das bedeutet, seien sie Muslime oder Nicht-Muslime, jeder Muslim, der an Allah subhanahu wa ta'ala und den jüngsten Tag glaubt, er muss gut sein zu seinen Eltern. Seien sie Muslime oder Kuffar. Und das ist ein Grundsatz, den die Religion uns geboten hat. Es ist dir nicht erlaubt zu sagen, meine Eltern sind sowieso Kuffar oder meine Eltern sind irregehend, was das Wissen im Islam angeht.
dann lasse ich sie und ich verlasse sie. Das, wal'iyadu billah, ist eine große Sünde von dir. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte zu den Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, soll ich euch nicht sagen, welches die größten Sünden sind? Dann haben sie gesagt, doch, o Gesandter Allahs. Er sagte, al-ishraku billah. Was ist al-ishraku billah? Der Schirk gegenüber Allah, dass du neben Allah andere Götter, wal-iyadu billah, anbetest. Dann sagte er die zweite Sünde. Ha? Was hat er gesagt? Sallallahu alaihi wa sallam. Hukukul walidain. Dass man gegenüber den Eltern gehorsam oder ungehorsam ist? Ungehorsam ist. Das bedeutet, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat unmittelbar nach dem Schirk was aufgezählt? Die Ungehorsamkeit gegenüber den Eltern, liebe Geschwister. Und manche Leute, wallahi al-azim, sie nehmen das auf die leichte Schippe. Sogar haben wir gehört von manchen Jugendlichen, die kommen nach Hause und der spricht so mit seiner Mutter, der sagt ihr, wo ist das Essen? Wal-iyadu billah. Und ein anderer sagt, wenn du mir nicht die und die Geldmenge gibst, dann werde ich dich verprügeln. Zu seiner eigenen Mutter. Ja, wallah, das sehen wir in der heutigen Zeit. Wir sagen zu diesen Leuten und wir schicken ihnen eine Botschaft, ihr habt bereits die Tür zum Höllenfeuer geöffnet. Wessens Worte sind das? Vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, ثلاثةٌ قد حرم الله عليهم الجنة. Drei Personen, Allah hat bereits, was für sie verboten, das? Das Paradies. Zählen wir sie auf. Wen hat er aufgezählt? Der Süchtige nach Alkohol, مُدْمِنُ الْخَمْرِ, der ist süchtig nach Alkohol, dann der? Der schlecht ist zu seinen Eltern und? Ad-Dayuth, barakallahu fik, das sind diejenigen, der sagt zu seiner Ehefrau, geh raus mit dem Mann, zieh dir noch ein gelbes Kleid an, er mag das so sehr. Geh raus mit deinem Cousin, geh raus mit dem und dem. A'udhu billah, Dayuth, der hat kein Problem damit, wenn seine Mutter oder seine Schwester oder seine Ehefrau etwas mit fremden Männern zu tun hat. Das ist Ad-Dayuth. Der wird, wal'iyadu billah, die Strafe ebenfalls im Höllenfeuer bekommen. Aber heutzutage, wir möchten uns frei zeigen. Schaut, das ist meine Freundin. Ja, dann sitzen heute so Brüder zusammen, aber natürlich, die nicht praktiziert sind. Dann sagt Murat zu Muhammad, er sagt ihm, Mashallah, deine Frau hat ja grüne Augen. Er sagt, ja, ja, schon immer. Wie, schon immer. A'udhu billah. Er sagt, Mashallah, deine Frau hat ja schöne Augen. Ist das das Leben von einem Muslim? Hat Allah Azza wa Jal uns beigebracht, dass wir uns so in den Abgrund stürzen? Nein, liebe Geschwister, sondern die Frauen bei uns, sie haben einen gewaltigen Respekt und eine gewaltige Stellung, deswegen bewahren wir sie. Und wallahi al-azim, liebe Geschwister, hebt euren Kopf und lasst euch nicht von Verblendeten, Irregehenden etwas erzählen, die unsere Frauen nackt machen wollen, wie ihre eigenen Frauen. Wir sagen zu ihnen, eure Frauen sind doch nackt, fallt doch über sie her. Aber unsere Frauen sind unsere Frauen. Aber sie wissen, unsere Frauen sind besser als ihre Frauen. Ey wallah, beim Herrn der Kaaba, wir haben die besten und reinsten Frauen, weil diese Frauen sich davor schützen, dass sie das Schändliche machen. Sogar sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die gesamte Frau ist Aura. Die gesamte Frau ist Aura. Das bedeutet, geschützt, liebe Geschwister. Und wenn sie herausgehen, schaut mal, was Shaitan macht. Shaitan hat auf einmal Hoffnung, dass er diese Frau in die Irre gehen lässt. Warum? Weil sie rausgegangen ist, nicht für eine Notwendigkeit, sondern einfach nur mal zu sehen, was es draußen in der Welt gibt. Eine Muslima ist tugendhaft und sie hält sich rein, liebe Geschwister. Sogar gibt es eine Überlieferung, die umstritten ist unter den Gelehrten. Manche haben sie als Sahih gezeichnet, manche als Da'if. Da sagten die Frauen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, wir möchten in den Dschihad. Wir sehen, dass es Leute gibt, die machen die besten Taten und wir möchten auch in den Dschihad ziehen, damit wir auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala kämpfen. Dann sagte er zu ihnen, wenn ihr euch zu Hause in euren Häusern aufhält, dann werdet ihr die Stufe erlangen, als ob ihr auf dem Weg Allahs ausgezogen seid. So leicht. So leicht.
Liebe Geschwister, und das ist das, was wir den Schwestern sagen, geht nicht die ganze Zeit heraus. Denn, wallahi al-azim, auch an den Brüdern sage ich das, nicht nur an den Schwestern. Weil ohne Brüder keine Schwestern, ihr wisst schon, was ich meine. Das heißt, dass wir uns alle bewahren müssen, gerade in so einer Gesellschaft, wo die Herzen fest sind oder locker sind. Wallahi, wo die Herzen beben und sie wollen nur ihren Gelüsten folgen. Was denkst du, wie schnell eine Sünde gemacht ist? Und vielleicht stirbst du mit dieser Sünde. Möge Allah Azza wa Jal, der Allmächtige, uns davor bewahren. Schaut mal, erstmal gegenüber deinen Eltern, dass du gut bist. Dann gegenüber deinen Verwandten, dass du ihnen versuchst, immer eine Nasiha zu geben. Und wir haben viel mit unseren Verwandten zu tun. Aber eine frohe Botschaft, liebe Geschwister, wallahi, und das hat jeder mit Sicherheit festgestellt, schaut mal, wie sie am Anfang zu uns gewesen sind, die Verwandten. Die haben uns beschimpft und als extremistisch und alles bezeichnet. Warum? Weil sie von wo ihre Informationen bekommen? Vom Fernsehen, Shaitan TV und anderes. Da kriegen sie ihre Informationen her. Dann haben sie uns beschimpft, alles drum dran. Jetzt mittlerweile, schaut mal, wie viele unter ihnen beten. Schaut mal, wie viele unter ihnen fasten. Warum? Weil du gut bist zu ihnen oder weil du schlecht bist zu ihnen? Weil du bist gut zu ihnen geblieben. Die schlecht zu dir waren, du warst gut zu ihnen. Denn der gute Charakter ist nicht, dass du zu einer guten Person auch gut bist, sondern der gute Charakter ist, dass du zu einer Person, die schlecht zu dir ist, gut bist. Das ist der gute Charakter. Und du solltest deine Verwandten immer dazu aufrufen, den Geboten Allah subhanahu wa ta'ala zu folgen, auch zu den Weisen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns gigantische Belohnung, liebe Geschwister, versprochen, wenn wir gut sind zu einer Weise. Wer ist eine Weise? Wer sagt mir das? Na? Eine Weise, ein Kind ist, wo dessen Eltern gestorben ist, während es noch vor der Propagierung war. Sehr gut. Eine Weise ist, wenn ein Elternteil von dieser Person gestorben ist, während er noch nicht was erreicht hat? Die Reife, die Pubertät. Das ist eine Weise. Wenn du so eine Person siehst, pass auf, wie du mit dieser Person umgehst. Nein, im Gegenteil, du solltest diese Person drücken und umarmen und das tun, was du für diese Person tun kannst. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, Yawmul Qiyamah, derjenige, der sich um eine Weise kümmert, das bedeutet, er strengt sich an, dieser Weise in allen Angelegenheiten zu helfen. Schaut diesen Lohn, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam machte seine beiden Zeigefinger zusammen, Hadith bei Al-Bukhari, er sagte, ich und diese Person, der sich um die Weise gekümmert hat, werden so sein. So. Willst du mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusammen sein am Tage der Auferstehung? Wir werden so sein. Du kannst für eine Weise spenden. Und es gibt viele Weisen mittlerweile, weil diese Feinde Allahs, die Eltern von unseren muslimischen Kindern getötet haben, möge Allah diejenigen töten, die die Muslime töten. Möge Allah Azza wa Jal diejenigen bestrafen, die die Muslime bestrafen. Möge Allah Azza wa Jal diesen Leuten eine Krankheit schicken, die er nicht wieder von ihnen wegnimmt, bis sie sterben. Liebe Geschwister, sie haben viele getötet und wir haben viele Waisenkinder. Wir haben viele Möglichkeiten, uns um diese Waisenkinder inshallah ta'ala zu kümmern. Wallahi, manchmal ist das viel günstiger, als wir dieses überhaupt erdenken, dass du manchmal für 20 Cent, 30 Cent am Tag dich um eine Waise kümmern kannst. Es wird für diese Waise zu essen gekauft, zu trinken gekauft. Dieser Waise wird Koran beigebracht und es wächst auf zu einer Person, die für dich später Dua machen wird. Allahu Akbar. Und stell dir vor, nur diesen Lohn, den du bekommen wirst, möge Allah Azza wa Jal uns nicht zu den Geizigen dieser Umma zählen lassen. Auch, dass du gut bist und gütig bist zu den Armen. Wenn eine Person zu dir kommt und er ist ein Bettler und er streckt die Hände raus, wehe dir, dass du diese Person einfach abblitzen lässt. Ich meine nicht die Zigeunerbande. Ja? Nicht, dass man mich falsch versteht. Diese Leute haben mehr als wir selber. Die fahren Autos, wir kennen sie nicht mal. Liebe Geschwister, ich meine damit wahrhaftig arme Leute. Und wenn wir in unsere Länder gehen, dann sehen wir, dass es wahrlich Leid gibt auf dieser Welt, liebe Geschwister. Wenn ein Bettler zu dir kommt und die Hand entgegenstreckt, gehöre nicht zu den Hochmütigen, die diese Person einfach so abblitzen lassen. Nein, versuch dieser Person zu helfen. Wenn du auch selber nicht viel hast, dann guck, wie du dieser Person helfen kannst. Wallahi, freu dich über das Bittgebet der Armen für dich,
wenn du ihnen etwas gibst. Auch, liebe Geschwister, zu den Nicht-Muslimen sollen wir sogar gütig sein. Ey Wallah, das ist unsere Religion. Und es wäre schön, wenn die Kuffar diese Wörter hören, dass wir Muslime nicht damit beauftragt worden sind, dass unsere Religion uns nicht geboten hat, dass wir die Nicht-Muslime töten, sondern diese Religion hat uns dazu gefordert, aufgefordert, gut zu allen Leuten zu sein. Zu allen Leuten zu sein, liebe Geschwister. Und ich warne euch Nicht-Muslime vor Ayat, die manche Irregehende bringen. Verse aus dem Koran, wo sie sagen, وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. Und tötet sie, sagt Allah zu den Muslimen, wo auch immer ihr sie findet. Und tötet sie, wo auch immer ihr sie findet. So beginnt die Ayah. Aber lest weiter, o ihr Nicht-Muslime. Tötet sie, wo auch immer ihr sie findet. Und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Aha, schon sieht die Ayah anders aus. Schon sieht die Ayah anders aus. Jetzt gefällt Spiegel TV nicht mehr. Der erste Teil gefällt Shaitan TV. Aber der letzte Teil nicht. Das heißt, diese Leute haben uns vertrieben. Deswegen hat Allah uns das Recht gegeben und das ist das Recht von jedem, dass er sich verteidigen darf, wenn er angegriffen wird, liebe Geschwister. Wallahi al-Azim, das ist das Recht von jedem, wenn er angegriffen wird, dass er sich verteidigt. Und derjenige, der sagt nein, wir sagen ihn weg mit dir, weil diese Leute, wal-iyadu billah, Verbrecher sind, die sich Menschenrechtler nennen. Möge Allah azza wa jalla uns bewahren. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, wa khaliqin nas bi khuliqin hasan, und entgegne den Menschen mit einem guten Charakter. Und entgegne den Menschen mit einem guten Charakter, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu Abu Dharr. Das bedeutet, uns wurde beigebracht in dieser Religion, dass wir uns auch gut und gütig gegenüber denjenigen verhalten, die uns nicht wegen unserer Religion angreifen, liebe Geschwister. Sogar, und ihr werdet es nicht glauben, sogar hat unsere Religion uns geboten, gut und gütig gegenüber wem zu sein? Den Tiere. Gegenüber den Tieren, liebe Geschwister, Allah Azza wa Jal hat uns dieses geboten. Und ihr kennt alle die Beweise, dass eine Frau von Bani Israel, die eine Prostituierte war, geehrt bei Allah oder verflucht? Verflucht. Sie hat einem Hund etwas zu trinken gegeben, weil sie Mitleid mit ihm empfunden hat. Daraufhin hat Allah sie recht geleitet und sie hat das Paradies betreten. Subhanallah al-Azim. Liebe Geschwister, schaut mal, was unsere Religion uns geboten hat. Und sogar, wenn du eine Katze besitzt, du darfst sie zu Hause nicht einsperren. Bedeutet, dass sie in einem kleinen Raum ist und du lässt sie einfach so, du kümmerst dich nicht um sie. Eine Frau ist deswegen in das Höllenfeuer eingegangen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat. Sie hat eine Katze eingesperrt und hat sie nicht von den Tierchen auf der Erde essen lassen. Deswegen ist sie in das Höllenfeuer gegangen. Das bedeutet, diese Religion gebietet uns auch gut zu den Tieren zu sein. Subhanallah al-Azim. Auch wenn wir schlachten, liebe Geschwister, dass wir nicht einfach wild um uns herum einfach so schlachten, sondern wir haben ein Gebot bekommen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, Inna Allaha kataba al-ihsan ala kulli shay. Wahrlich, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Güte für alles festgesetzt. Und dann hat er weitergesprochen, sallallahu alaihi wasallam, فَإِذَا قَتَلْتُمْ, wenn ihr mordet, فَأَحْسِنُ الْقِتْلَ, dann tötet auf eine bestimmte Art und Weise, nicht wie du willst. Im Krieg gibt es auch bestimmte Regeln, wie ein Muslim einzig und alleine kämpfen darf, liebe Geschwister. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا وَلَا تَعْتَدُوا, und kämpft auf dem Wege Allahs. Gegen wen? Gegen die Feinde Allahs. Aber seid dabei nicht maßlos. Das heißt, tötet keine Kinder, wie die Kuffar. Ich meine das ironisch, ja? Tötet keine Kinder, wie die Kuffar. Sie töten fast nur Kinder. Und tötet keine Frauen, wie die Kuffar. Sie töten fast nur Frauen. Und tötet keine alten Männer. Sie töten fast nur alte Männer. Und sogar, liebe Geschwister, ist uns im Krieg vorgegeben worden, dass wir nicht Bäume abreißen, dass wir nicht Bäume verbrennen, dass wir darauf achten, wie wir bestimmte Dinge machen, dass wir nicht mit dem Töten übertreiben.
wie manche Leute, wal-iyadu billah, das in der heutigen Zeit mit den Muslimen machen. Und der Prophet Muhammad sallam sagte, wa idha dhabahtum, wenn ihr schlachtet, fa'ahsinu dhibha, dann achtet darauf, dass ihr auf beste Art und Weise schlachtet. Dass ihr auf beste Art und Weise schlachtet, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. MashaAllah, wie ihr den Propheten liebt. Sallallahu alaihi wa sallam. Er sah einmal, Überlieferung ist bei At-Tabarani, er sah einmal, dass eine Person geschlachtet hat. Und ich habe das selber einmal gesehen, wie eine Person geschlachtet hat. Subhanallah al-Azim. Ich muss jetzt kurz mal meinen Laptop umklappen. Der hat ein Messer genommen und dann so eine Minute ungefähr. Eine Minute hat er geschlachtet. Und dann piekst er noch in den Hals herein. Subhanallah al-Azim. Ich dachte, was stellt er sich vor, dass das seine Frau ist? Was macht der gerade? Wallahi al-Azim, der hat so die ganze Zeit geschlachtet, geschlachtet. Überlegt mal, yani das arme Tier wurde gequält dabei und dann piekste es noch mit dem Messer nach oben. Der Prophet Muhammad sallam hat einmal eine Person gesehen, die das auf diese Art und Weise gemacht hat. Er sagte zu ihm, du hast das Tier zweimal getötet. Allahu Akbar. Du hast das Tier zweimal. Hättest du nicht vor dem Schlachten das Messer scharf machen können? Wallahi al-Azim, und wir sagen das wieder mit erhobenem Kopf, die beste Schlachtweise ist die islamische Schlachtweise. Schaut mal, subhanallah, wir sagen Bismillah erstmal im Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar sagen wir, weil wir nur schlachten für, du isst es zwar, aber erst wenn es halal geschlachtet ist. Dann darf das in deinen muslimischen Magen, nicht, dass du alles in deinen Magen reintust, ja? Ist ja keine BSR. A'udhu billah. Sondern wir achten darauf, dass das halal ist. Wir schlachten das Tier, wir sagen Bismillah, Allahu Akbar, dann schlachten wir das, indem wir die zwei Halsschlagader trennen und das Tier stirbt sofort. Das Tier stirbt sofort, ohne größere Qualen, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Aber diejenigen, die uns beschimpfen, schaut mal, Schock, Buff 1, Schock, Buff 2, Schock, Buff 3. Und was denkt ihr, was jeder Schock bei diesen Tieren verursacht? Aber Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wir haben gelernt, was die barmherzigste Methode ist. Und dann möchte ich abschließen, liebe Geschwister, wenn wir wirklich diesen Ihsan, über den wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, wenn wir diesen Ihsan verwirklichen, was sind die Früchte davon? Und hört euch diese wunderschöne Überlieferung an, von Handala radiallahu anhu wa arda. Er war einer der Schreiber des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, Handala radiallahu anhu, eines Tages begegnete mir Abu Bakr, As-Siddiq radiallahu anhu. Und er sagte, wie geht es dir, Handala? Ich sagte, Handala ist zu einem Heuchler geworden. Dann sagte Abu Bakr, gelobt sei Allah, was sagst du da, Handala? Er sagte, wenn wir mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusammen sind und er uns vom Paradies und vom Höllenfeuer erzählt, dann fühlen wir uns, als ob wir diese mit unseren eigenen Augen sehen könnten. Allahu Akbar. Welche Gnade hat Allah ihnen gegeben? Als ob sie dieses mit eigenen Augen sehen könnten. Aber er sagte weiter, wenn wir dann gehen und uns mit unseren Frauen, Kindern, Ländereien und Gärten beschäftigen, vergessen wir vieles. Abu Bakr, der ein weiches Herz hatte, er hat sofort gesagt, bei Allah, wir sind alle in der gleichen Situation. Das heißt, bei mir ist das nicht anders. Dann gingen sie beide zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Handala sagte, O Gesandter Allahs, Handala ist zu einem Heuchler geworden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er fragte ihn, was meinst du damit? Er sagte, Hanzala radiallahu an, O Gesandter Allahs, wenn wir in deiner Gesellschaft sind, und stellt euch vor, mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusammen zu sein, wenn wir in deiner Gesellschaft sind und du uns über das Höllenfeuer und Paradies erzählst, fühlen wir uns, als ob wir sie mit unseren eigenen Augen sehen könnten. Doch sobald wir nicht mehr bei dir sind, beschäftigen wir uns mit unseren Frauen und Kindern und Gärten und Ländereien und vergessen vieles. Vieles. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, schaut mal, er hat niemals Leute ohne Hoffnung gehen lassen. Er sagte, bei Allah, in dessen Händen mein Leben ist, wenn ihr im gleichen Zustand so bleibt, indem ihr mit mir seid, so dass ihr die Hölle und das Paradies immer sehen könntet, dann würden die Engel herabkommen, um euch die Hand zu geben. Dann würden die Engel herabkommen, um euch die Hand zu geben.
alles zu seiner Zeit. Das bedeutet, manchmal ist der Iman stark und manchmal ist er schwach. Und Wallahi, wir erleben das selber, liebe Geschwister, dass der Iman manchmal so stark ist, subhanallah, dass du Allah subhanahu wa ta'ala richtig fürchtest und du passt auf, dass du keine Sünde machst. Und du könntest schwören, niemals werde ich an diesem Tag eine Sünde akzeptieren. Warum? Weil du hast den Tod vor Augen. Und du weißt, dass wenn man so stirbt, mit all den Sünden, die man gemacht hat, dass man dafür vielleicht in das Höllenfeuer kommt. Möge Allah uns davor bewahren. Also machst du viele gute Taten. Das, wenn der Iman zunimmt, dann hast du das Gefühl, dass du immer etwas für Allah subhanahu wa ta'ala machen möchtest. Und dann gehst du in die Moschee und du machst gute Taten, liebe Geschwister, weil deine Überzeugung stärker geworden ist im Herzen. Du bist noch überzeugter und Allah hat dir eine Gnade gegeben, dass du fühlst, als ob du die Strafe und die Belohnung sehen könntest. Subhanallah al-Azim. Was für eine großartige Gnade. Aber wenn du aufhörst, den Koran zu lesen, wenn du aufhörst, richtig zu beten, wenn du die Versammlung lässt, die Unterrichte, dann merkst du, wie dein Iman schwächer wird. Du merkst, wie dein Iman schwächer wird. Und wenn dein Iman schwächer wird, dann bist du nur beschäftigt mit den Sünden. Möge Allah uns bewahren. Ein Tipp, beschäftigt euch und lasst die Freizeit. Denn der Mensch macht die meisten Sünden wo? In seiner Freizeit. Wallahi, wenn du viel Zeit hast, teil dir den Tag ein. Nimm dir eine Zeit, wo du mit einem Koranlehrer etwas Koran lernst. Nimm dir die andere Zeit, wo du mit einer Person etwas Gutes machst. Das Lernen muss nicht immer aus Büchern sein, liebe Geschwister, sondern variier dein Lernen, indem du einen Unterricht hörst. Indem du ein Buch liest, indem du von einem Lehrer direkt hörst. Das ist das Variieren. Und dann macht dir das Lernen auch Spaß. Weil wenn du die ganze Zeit nur aus Büchern liest, dann wird das nicht für dich nützlich sein. Dann wird das nicht für dich nützlich sein, weil du erstmal die Schlüssel zum Verstehen brauchst. Hast du diese Schlüssel zum Verstehen nicht, dann wirst du viele Dinge falsch verstehen. Der Autor meint sie gar nicht so. Aber du hast sie so verstanden. Warum? Weil du nicht die Schlüssel des Verstehens gehabt hast. Liebe Geschwister, und das ist der Dars, den wir heute, Alhamdulillah Rabbil Alamin, abgeschlossen haben. Den Ihsan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese großartige Gnade geben, dass wir unter den Muhsinin zählen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer die Gewissheit im Herzen lassen, dass wir ihm eines Tages begegnen. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Tayyip.